Hey, möchtest du deinem Bruder eigentlich nicht Bescheid sagen, dass das Mittelalter angerufen hat, die Menge an Werkzeug zurückkommen? Nein, ich mag ihn jetzt nicht stören. Ich glaube, der unterschreibt gerade seinen Ausbildungsvertrag. Ja, mit Hammer und Meißel, gell? Moderner als du glaubst. Lerne einen Beruf mit Tradition und mit Zukunft. Bewirb dich für eine Ausbildung als Steinmetz. Bei Scholz Naturstein in Fraßdorf. Liebe Zuschauer hier bei Spray TV Rosenheim. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute zum Sonntagsspiel der Star Bulls Rosenheim gegen den EV Lindau. Spray TV begrüßt Sie nochmal recht herzlich. Hauptschiedsrichter steht bereit. So, das Spiel läuft. Ihre Kommentatoren heute, Thomas Berghofer und Sven Karthäuser. Daniel Schwamberger. Oh, da brennt es jetzt vor dem Rosenheimer Gehäuse. Schuss von der blauen Linie und ab. Ah, den hat er sich fast selber reingelegt. Das muss man, das war der Raphael Grünholz. Grünholz war's. Ja, zieht er mal von der blauen Linie rechts einfach mal ab. Ja. 0:1 aus Sicht der Star Bulls steht es durch ein Tor von Raphael Grünholz. Werden wir in der Wiederholung nochmal sehen. Ich hatte so den Eindruck, dass der Andi Mechtel da noch an der Scheibe dran war. Ja, unglücklich. Schlittschuhlaufen sowie auch Posten. Ja. So, Curtis Leinweber. Schöne Chance, jetzt ein Tor. Das ist der Ausgleich. Und jetzt steht es 1:1. Das war Curtis Leinweber, wie er lebt und lebt, hätte ja, ich fast gesagt. Kyle Gibbons, der dann eigentlich durch die, wenn ich es richtig gesehen habe, die Schoner von David Heckenberger den Puck ins Tor befördert. 1:1 und erstes Powerplay-Tor heute Abend. Also haben uns die Star Bulls den Wunsch erfüllt. Tot, aber Scheibe bleibt bei den Star Bulls. Kevin Sessack, das Geburtstagskind, belohnt sich heute nicht selbst. Ja, tut hätte fast gesagt wie die Ringer an dem Rosenheimer Spieler. Backhand-Schuss. Und da ist das Tor. 2:1. Das war jetzt wunderbar. Schön gemacht. Ja, war wunderbar. Schön gemacht. Auf. War es wieder der Gibbons. Der sein zweites Tor heute Abend macht. Und nicht nur sein zweites Tor, sondern auch sein 21. in der Saison. Jetzt haben wir in der Wiederholung drauf. Wunderbar gemacht. Backhand-Pass. War ja so eine Mini-Krise, nachdem man da von der Quote her ein bisschen abgerutscht ist. Das ist der Ausgleich. Haben hat der nur abgefälscht. Ja. Klingler hat geschossen. Ja, Simon. Ich meine aber, dass ich da vorher noch jemanden gesehen habe, der den Puck noch abgefälscht hat. Also der Schuss kam auf jeden Fall von der Nummer 67, dem guten Klingler. Da sehen wir es nochmal. Zieht ab. Ja. Ah, er ist noch abgefälscht worden. Ah, das kriegt die Scheibe, zieht aber nicht ab. Hätte die Chance gehabt für den One-Timer. Da ist es. Ja, das war die erneute Führung für die Islanders. Mit 2:3 aus Sicht, also 3:2 für die Lindau Islanders. Patrick Raff. Evans. Kriegen wir nochmal im Replay, danke. So, jetzt zieht er ab. Ja, keine Chance. Da war niemand mehr dran. Ja. Ja, Mechel hat aber den Weg gut zugemacht. Ja, er hat darüber gepusht. Ochmann an der blauen Linie. Drin ist er. 2:4. Ja, effektiv nenne ich sowas, was Lindau da macht. Aber ihr habt in der Moderation ja gerade vorher, haben wir beide ja drüber gesprochen, das war gefährlich. Der Spieler am langen Pfosten, der hat jetzt auch ganz schlau den Mechel an den Schonern angeschossen. Er hat, er hat nicht mehr Richtung Tor gezielt, sondern hat einfach gesagt, ich schieße jetzt an den Schoner und vom Schoner prallt dann der Puck ins Tor. 2:4. Ja, vorhin haben wir es auch noch gelobt gegen Memmingen. 6 Unterzahlsituationen bravös abgewehrt und jetzt. Da sehen wir es. Maxi Vollmer. Möller direkt. Und die Scheibe ist nicht drin. Unglaublich, Wahnsinn. Unglaublich. Monster Safe. Und dann jetzt aufpassen. Jetzt kannst der Shorthander. Hui, toller Safe von Andi Mechel. Da hält er seine Mannschaft im Spiel. Aber es ist auffällig. Super Safe natürlich. Ja, super Safe, aber es ist auffällig in diesem Spiel. Und da ist er drin. Da ist er jetzt drin. Und jetzt hat es der Tobi Meier gemacht. Tobi Meier macht somit den Anschlusstreffer klar. Und nicht nur den Anschlusstreffer, sondern er trifft auch wieder mit seinem 15. Saisontor und seinem ersten Tor heute Abend bringt er die Rosenheimer zurück ins Spiel. Wieder die Chance. Simon Heidenreich verpasst da.
Ja. Auf Pass von Henriquez, Traxinger, jetzt Druck von den Rosenheimern. Wollte die Scheibe und der ist der Ausgleich. 4:4. Die Scheibe noch mal kurz angetippt. Die Chance war eigentlich schon vorbei, oder? Ja. 4:4. 3:13 vor Ende. Was für ein Ringen hier heute Abend an der Mannschaft. Simon Heidenreich. Der nimmermüde Kämpfer. Wir haben es thematisiert vor dem Spiel, haben ihn rausgeholt, haben gesagt, Simon immer am Kämpfen. Toll heute Abend, bestätigt er uns. Alle wie Spray TV Zuschauer, da gibt es heute nochmal Nachschlag. So. Da wird es bestätigt. So, und jetzt 1 auf 0. Jetzt sind wir gespannt. Macht es der Tobi Meier? Und er macht es eiskalt! Tobi Meier, wo Meier noch eingeholt worden ist, aber er netzt ein, umspielt David Heckenberger, holt sich somit ein versöhnliches Ende für die Aussicht der Star Wolves. Tobi Meier mit seinem zweiten Tor heute Abend wird er extrem geherzt. Wir haben am Anfang noch gesagt, er hat eine leichte Torschwäche. Macht er heute gleich zwei Buden. Toller Tag für ihn. Ja, schauen wir nochmal drauf in der Wiederholung. Wunderbar, und da lässt er sich die Zeit und lässt sich auch nicht irritieren, sondern sagt, jetzt ist hier Schluss, setzt den Schlusspunkt.